Und ich bin aber final sozusagen aus meiner Arbeit entlassen worden, weil es noch einen Rechtsstreit gab, erst im Mitte des letzten Jahres. Auch Antivirus und Mail Security, also alles, was mit Software zu tun hat, wo man beispielsweise einen Webfilter einstellen muss. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu Ozok Megas, zu einem weiteren Classic-Meinungsvideo, Meinungsvlog. Heute ist der 30.04. und ich mache jetzt die Aufnahme, weil heute ist gutes Wetter. Heute kann man sich gut an den See begeben. Es ist immer noch kalt draußen, aber also durch Sonnenschein geht das einigermaßen. Wie ihr am Titel erkannt habt, geht es heute um das Thema meine Jobsuche bzw. wie ich mich jetzt auf neue Arbeit vorbereite und was jetzt alles passiert ist. Es gab einige Fragen. Ich hatte dazu auch auf Instagram gefragt, ja, soll ich dazu mal ein Q&A machen? Ich möchte das Video auch nicht zu lang machen. Wollte es aber jetzt in diesem Video einfach mal alles beantworten. Ich weiß halt, hier sitzen so viele Leute gerade wieder. Es ist voll scheiße jetzt, um den See zu laufen. Ich glaube, ich stelle mich dann vorne einfach an die eine Ecke und filme mich dann vorm See. Auf jeden Fall geht es halt heute um dieses Q&A zum Thema Jobsuche. Und da möchte ich halt einfach nochmal drauf eingehen und wollte mit euch das Ganze besprechen. Gut, dann geht es um das Thema, wie gesagt, Beruf und Arbeit. Und ja, ich hatte das ja schon mal ausgeführt gehabt in meinem Ich bin arbeitslos, was ist passiert und Arbeitgeber verklagt Video. Dazu gibt es ältere Videos, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Hier oben ist irgendwo eine Verlinkung, könnt ihr gerne raufklicken, könnt euch das Ganze da nochmal anhören, falls ihr das noch nicht kennt oder ein neuer Zuschauer seid. Ja, ich pinne die Kommentare auch nochmal an, dass man das ja jetzt sehen kann oder so. Dann ist es halt so, dass ich ja im, jetzt muss ich mal selber überlegen, wir haben jetzt 2023, ich im genau, im Dezember, also November, Dezember 2021 gab es die Diskrepanz mit meinem alten Arbeitgeber, wo sozusagen die Kündigung im Raum stand. Dann habe ich das Video hochgeladen. Das Video war aber deutlich später, irgendwann jetzt glaube ich im April letzten Jahres gewesen. Und ich bin aber final sozusagen aus meiner Arbeit entlassen worden, weil es noch einen Rechtsstreit gab, erst im Mitte des letzten Jahres. Das heißt also, man kriegt ja Arbeitslosengeld und ein Jahr jetzt später, also dieses Jahr Juni sozusagen, läuft das Ganze aus. Und wir hatten natürlich auch viel zu tun. Ihr habt es ja mitbekommen, Fatih war ja letztes Jahr im Krankenhaus und davor das Jahr war ja der Tod meines Schwiegervaters, wo wir uns ja auch um die Beerdigung und die Auflösung von der Wohnung kümmern mussten. Das hat uns alles massiv eingeschnitten und war natürlich sehr, sehr anstrengend alles. Und jetzt ist es natürlich so, dass ich mich aktiv seit, also ich habe im letzten Jahr zwischen Juli und August, September, Oktober, da habe ich so 5, 6, 7 Bewerbungen geschrieben gehabt. Da hattet ihr das ja auch mitbekommen. Ich hatte ja auch ein Vorstellungsgespräch bei der Deutschen Bahn. Ich hatte noch ein Vorstellungsgespräch bei der einen Firma in Tegel. Ich hatte noch ein Vorstellungsgespräch bei einer, da kommt eben nicht geblitzt hier. Guten Tag. Ja, also da hatte ich halt noch andere Vorstellungsgespräche von verschiedenen Firmen. Ich hatte auch mehrere Anschriften, wo es mal hieß, die wollen mich gerne einladen oder sie melden sich nochmal bei mir. Und am Ende vom Lied war es dann natürlich auch bei vielen Bewerbungsbemühungen so, dass man dann einfach keine Rückmeldung bekommen hat. Das ist dann einfach so, ich weiß nicht, wie das bei anderen Leuten ist, die sich beruflich bewerben, wenn man halt was gelernt hat, also eine abgeschlossene Berufsausbildung hat oder sonst was, dann bewirbt man sich ja auf das, was man gelernt hat oder im gleichen Arbeitszweig, sage ich jetzt mal. Und dann kriegt man entweder positive oder negative Rückmeldungen. Ja, ich hatte jetzt bis zum Januar, Februar halt eher so negative Rückmeldungen und jetzt seit März diesen Jahres, oder ja, sagen wir nicht seit März, sondern eher seit Februar, wo halt diese ganzen Corona-Regeln aufgelöst worden sind. Seitdem geht das wirklich gut voran. Ich habe bei allen Firmen, wo ich mich beworben habe, gab es Telefonate. Ich hatte auch 2 Videocalls. Also mittlerweile ist man auch dazu gegangen, die Leute nicht mal mehr persönlich zum Bewerbungsgespräch einzuladen, sondern über so ein Videomeeting, über Zoom, über Microsoft Teams oder halt über Skype, dass man eine Videokonferenz macht und da sich sozusagen als Vorstellungsgespräch von zu Hause hinsetzt. Habe ich halt auch durchgeführt und ich habe jetzt diese Woche auch noch einen Termin bei einer Firma, bei der ich mich beworben habe. Und ich hatte letzte Woche, wie gesagt, mein Vorstellungsgespräch bei der Bundeswehr. Ich habe auch mich bei einer Firma in Potsdam beworben. Die haben mir schon per E-Mail zugesichert, dass sie mich gerne einstellen wollen. Und da muss ich noch den Arbeitsvertrag unterschreiben. Das heißt, ich habe jetzt mehrere Möglichkeiten, in neue Arbeit zu kommen. Und dementsprechend ist es dann einfach so, dass ich sage, okay, alles klar. Ich fange dann möglichst bald, möglichst schnell an. Also Zieltermin ist jetzt sozusagen der 1.6.
ja, dass ich dort meine neue Arbeitsstelle annehmen kann. Und wenn sich das jetzt doch vielleicht noch mal um einen Monat verzögert, wegen halt jetzt, ihr wisst ja, der Tod meines Vaters hat mich wirklich mitgenommen jetzt. Ich bin mittlerweile emotional so gefestigt, dass ich noch besser darüber sprechen kann, als in meinem Video, was ich halt 4 Tage später aufgenommen habe. Und ja, es ist natürlich viel zu tun. Wir haben heute ganz viele Unterlagen vom Vati sortiert, alte Schriften. Wir haben unzählige Fotos gefunden von verschiedenen Familienfesten, wo er halt unterwegs gewesen ist und all das Ganze drum und dran. Und dadurch ist es natürlich sehr, sehr schwierig dort halt sich auf die eine Sache Arbeit zu konzentrieren und dann auf der anderen Seite diese ganzen Wohnungsgeschichten noch weiterzumachen. Wir müssen auch noch weiter die Wohnung ausräumen. Das heißt also, das ist auch alles offiziell. Und ich habe das auch den Arbeitgebern, bei denen ich mich beworben habe, mitgeteilt. Ja, also, dass mein Vater jetzt verstorben ist, bei denen, wo ich jetzt noch Bewerbungsgespräche habe. Und natürlich halt auch bei denen, wo ich vorher schon gewesen bin, dass ich denen auch eine Rückmeldung gegeben habe und dass es jetzt momentan ein bisschen schwierig ist. Aber Zieltermin ist es halt, der 1.6. diesen Jahres eine neue Arbeitsstelle so aufzunehmen, damit man dann wieder da wirklich fest einen Job hat und dass es halt wieder weitergeht. Ansonsten wäre natürlich der nächste Termin einfach 1.7., sage ich jetzt mal so pauschal, dass man einfach noch mal ein bisschen mehr Zeit hat, um sich um die Wohnungsgeschichten zu kümmern. Grundgedanke ist aber so früh wie möglich jetzt halt. Dann kommt natürlich noch dazu, auf welche Stellen habe ich mich beworben. Also ich habe mich generell immer bei allen möglichen, also bei den Firmen, wo ich mich beworben habe, ich will jetzt auch nicht alle Firmen aufzählen, immer als IT-Systembetreuer beworben. Ja, das heißt also, das, was ich zuletzt beruflich gemacht habe, 8,5 Jahre lang bei der alten Firma, wo ich gearbeitet habe. Und dementsprechend steige ich in die gleiche Arbeitsqualifikation wieder ein. Das heißt, also es wurde ja gefragt, weil das sollte ja hier auch so ein Q&A-Video werden, Rosok, was machst du denn eigentlich beruflich? Also ich kümmere mich um Computer im Allgemeinen. Also es gibt ja mal so 3 Stufen, so First Level, Second Level, Third Level. Erste Level ist sozusagen die Grundproblematik, was funktioniert beim Computer nicht richtig, Monitor geht nicht, Maus nicht richtig angeschlossen, PC fährt nicht hoch, Stromkabelverbindungsprüfen, Drucker wird nicht erreicht, solche Sachen. Das sind so die Standardsachen, was man an einer normalen Kundensupport-Hotline macht. Dann Second Level, natürlich Prüfung und Update von den gesamten Oberflächen, das heißt PC-Updates, Software-Updates, alles was mit Drucker-Software zu tun hat, alles was mit Scanner zu tun hat, E-Mail-Software, alles was mit E-Mail-Verbindungsbereichen zu tun hat, also mit einem E-Mail-Server, Datenverwaltung, Ordnerverwaltung, Benutzerberechtigungsverwaltungen, Gruppenberechtigungen, alles was mit dem sogenannten Active Directory zu tun hat, so hieß das früher bei Microsoft, mittlerweile ist das alles in Microsoft Azure, Azure, ja, umgedichtet worden, heißt anders, die Benutzeroberfläche sieht ein bisschen anders aus, ist aber im Grunde genommen das Gleiche, weil es jetzt Cloud-basiert ist. Ja, dann natürlich halt alles, was mit dem Thema Server zu tun hat, also Hardware von Server aufbauen, Schränke, Serverschränke aufbauen, Netzwerkverkabelungen machen, das ganze Patchen von Netzwerkschränken, der Anschluss in VLANs, die Konfiguration von VLANs, die Konfiguration von VPN-Schnittstellen, die Konfiguration von Scan-to-Mail-Einstellungen, von PC zu Server, zu Ordner, also alles, was mit einem Unternehmen zu tun hat. Und dann natürlich halt alles, was noch im Allgemeinen mit Wartungsarbeiten zu tun hat. Heißt also natürlich Prüfung und Wartung der Server, dann alles, was mit Datenschutz und Datensicherheit zu tun hat. Weil einen Server kann ich aufbauen, ich kann halt Sachen drauf installieren, aber wenn dann doch eine Virusattacke kommt, dann sollte möglichst auch eine Datensicherung vorhanden sein und sowas, alles, was damit dazugehört. Das heißt, dieses Gesamtspektrum von dem First Level bis zu dem Third Level und auch Havariefall. Beispielsweise, sagen wir, Außenstandort stürzt ab und da ist jetzt eine Platine durchgebrannt oder sowas oder muss schnell was ersetzt werden. Dann muss man natürlich in der Lage sein, beispielsweise von schon einem vorgefertigten Image einen neuen Server aufzusetzen, den sozusagen betriebsbereit vorzukonfigurieren und dann auch im Zulauf, also per Auto, zum ausgefallenen Standort schnell hinzufahren, um dann den Server zu tauschen und dann dort eine Arbeitsverfügbarkeit wiederherzustellen. Also solche Sachen halt, alles, was damit im Zusammenhang steht. Auch Antivirus und Mail-Security, also alles, was mit Software zu tun hat, wo man beispielsweise einen Webfilter einstellen muss oder eine Antiviren-Vorprüfung, weil als Unternehmen ist es ja so, man kriegt zahlreiche E-Mails von überall immer zugestellt und da können ja Viren drin sein. Und damit der Mitarbeiter vor Ort, also ich sag jetzt mal die Bürofachkraft, die jetzt nicht computeraffin ist, sich darum nicht kümmern muss, dafür gibt es halt einen IT-Betreuer, der im Vorfeld die Grundlagen dafür legt und alles schon vorkonfiguriert, dass die möglichsten Prüfungen schon im Vorfeld durchlaufen, damit man da keine Probleme hat. Also das ist so das Kernthema und da gehe ich auch davon aus, dass das Ganze halt funktioniert und klappt. Und ja,
Ansonsten muss man sich natürlich, weil jede Software ist immer ein bisschen anders, das muss man auch klar formulieren, auch ein Linux-System läuft anders als ein Windows-System und so weiter. Man muss sich natürlich da auch erstmal reinfuchsen. Das heißt, man hat natürlich auch eine Einarbeitungsphase, die ich jetzt auch locker, sage ich jetzt mal so 3-4 Monate auf jeden Fall immer so schätze. Also meistens ist es ja so, dass man eine Probezeit auch bekommt vom neuen Arbeitgeber. Das heißt, in der Probezeit muss die Einarbeitung stattfinden und wenn es dann gut klappt, wird man danach ja hoffentlich unbefristet angestellt. Ja, so viel aber jetzt erstmal zu dem Thema ja, neuer Job, neue Geschichten und alles, was mit damit im Zusammenhang steht. Ihr könnt natürlich noch weitere Fragen in die Kommentare hier schreiben, wie das Ganze weitergeht und was ich dazu euch noch beantworten kann. Wenn ihr das wollt, wenn ihr das möchtet, müsst ihr mir einfach halt einfach nur mitteilen und ja, dann hoffe ich natürlich, dass ich euch diese Fragen beantworten kann. Wenn euch das interessiert, wie gesagt, ja, könnt ihr das gerne halt alles nochmal mitteilen und ich hoffe, dass ich da transparenzmäßig euch die Fragen auch beantworten kann, je nachdem halt in welche Richtung die halt geht. Ja. Natürlich werde ich jetzt Fragen, die zu dem, hey, wer ist denn jetzt der neue Arbeitgeber, wie viele Stunden arbeitest du jetzt die Woche, wie lange musst du zur Arbeit fahren und wie viel verdienst du, die werde ich natürlich jetzt da nicht beantworten, weil das ist halt einfach privat, das geht halt niemandem was an. Das, was wir von YouTube machen, das finde ich, das können wir transparent halten, aber alles, was so eine ganz normale sozialpflichtige Arbeit angeht, das muss ich keinem erzählen, da bin ich niemandem Rechenschaft schuldig und das werde ich auch nicht kommunizieren. Also von daher, ja, aber ihr könnt natürlich halt gerne mal googeln, so beispielsweise auf Stepstone oder auf monster.de, was so ein IT-Betreuer im Jahresbrutto verdient. Und ja, ich sage jetzt mal so, ich denke, ich bin da auch im oberen Mittelfeld anzusiedeln. Also da könnt ihr gerne mal nachschauen, dann könnt ihr euch da ja so vorstellen, was so mein Verdienst ist. Ja, ansonsten war es das dann soweit mit diesem Video. Ihr könnt auch gerne darauf nochmal schreiben, würde ich mich wahnsinnig freuen. Nicht vergessen, Daumen nach oben da lassen und ja, ansonsten sehen wir uns dann einfach beim nächsten Video wieder. Stay real, bis dann, euer Osa. Ciao.